So, und damit willkommen zurück zu Forza. Wir haben ja noch die zwei Windlab-Strecken. Mal schauen, ob wir hier hinten das alles noch fahren, aber ich denke mal schon. Erstmal die schlechten Strecken voran. So, S1 900 Hoonigan. Okay. Dann mal auf. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen haben. Solo. Den hätten wir. Mit sogar Allrad. Das Kotte ist auch cool. Na komm, wir nehmen den. So, Tuning, Übersetzung. 6 Gänge, sehr gut. Können wir ja so direkt starten. Wahrscheinlich sind wir wieder alleine. Okay. Wieder auf einer Hoppelstrecke. Weiter. Nee, da geht's noch weiter rum. Ist noch weiter oben. Okay, jetzt wo ich gerade Gefallen an der Strecke gefunden habe, ist schon wieder vorbei. Ja, nichtsdestotrotz, mit NPCs wäre natürlich, ja, bei weitem besser.
So, ein Toyota. Haben wir aber schon. Sind wir letztens sogar gefahren. Ach, egal. Gib mal hinzu. So. Dann auf zur nächsten. Wald-West Street stand da als Hinweis. Sind wir denn? Event Lab Island. Okay, das kenne ich noch nicht. Sollte auf jeden Fall Street sein. Mal sehen. NSX. Stehen tatsächlich neben direkt. Hat zwar Offroad-Reifen drauf, aber. Ich glaube, vom Handling her macht das nicht viel Unterschied. Bremsen 8, Bremsen sind sogar besser. Boah, gut. Immer den auch. So, Autotunen, Übersetzung. Oh, wir haben 9 Gänge. Gut, ich habe keine Ahnung, wie wir das schalten wollen, aber ist okay. Wir machen hier jetzt mal noch ABS aus, weil das irgendwie wieder angegangen ist. Hier, Schwierigkeitsgrad. Nee, aus. So. Der Rest müsste ja passen. Ja, überdurchschnittlich erstmal drin, wir wollen es ja auch schaffen. Ansonsten spielen wir immer auf Expert. Oh. Jo, passt eigentlich alles noch. Okay. Gut. Dann mal rein in die gute Stube. Okay, schalte mit Tiptronic. Ein Eventlab, was das Spiel crashen lässt. Natürlich nicht so schön, ne? Egal, wir sind ja schnell wieder drin.
So. Ja. Allein wegen dem Sound hat sich schon gelohnt, ne? Okay. Und schon fortsetzen. Den hier. Ich bräuchte halt irgendwie noch so eine, ja, nicht nur Tiptronic, das haben wir ja im Lenkrad, aber so einen sequenziellen Schalter, ne? Ich kann jetzt halt nichts ändern am Wagen und 9 Gänge habe ich nicht, nur 6. Schaltung fahren, weil mehr wie als ein Sechsten kommen wir eh nicht. Dann ist es für mich einfacher handhaben. NPCs. Ja, doch, das hat diesmal Fun gemacht. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.